Es ist die Präsentation eines neuen Spiels. An sich ist das nichts Außergewöhnliches. Besonders sind hier aber die Firmeninhaber. Denn gegründet wurde das Unternehmen von 9 Schülerinnen der Marienrealschule aus Kaufbeuren. Sie alle haben im vergangenen September das Wahlfach Juniorfirma gewählt. Die erste Sitzung im Schuljahr, wenn sich das Wahlfach, die Wahlfachgruppe zum ersten Mal trifft, das ist unser Startschuss und da steigen wir voll ein. Das heißt, wir wissen auch nicht, für was sich die Mädchen entscheiden. Die müssen sich jetzt einfach ein Projekt aussuchen, für etwas entscheiden. Und dann wird es abgewogen, wie viele dafür sind, wie viele dagegen. Und so bildet sich halt dann ganz langsam eine Geschäftsidee heraus. So entstand das Gedächtnisspiel Crescentia und ihr Kaufbeuren. Das haben die jungen Unternehmerinnen bei einer eigenen Pressekonferenz nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Denn nach Monaten des Planens und der Vorbereitung haben sie jetzt ein klares Ziel vor Augen. Also jetzt versuchen wir halt auf so vielen Veranstaltungen wie möglich zu sein und da dann eben das Produkt zu vermarkten. Ja, und dann so viel zu verkaufen wie möglich, damit wir dann am Ende, wenn wir unsere Firma auflösen müssen, dass wir so viel wie möglich verkauft haben. Wie in einer normalen Firma herrscht hier eine klare Aufgabenverteilung. Egal ob Vorstand, Marketing oder Finanzen, für jeden Bereich ist eine andere Schülerin verantwortlich. Wie es in der realen Wirtschaft so läuft, erfahren Sie dabei von Ihrem Wirtschaftspaten. Der stand Ihnen von Anfang an zur Seite. Also die finanzielle Seite ist, glaube ich, in guten Händen, wie ich es beurteilen kann. Entscheidend ist jetzt die Vertriebsaktivität und da habe ich meinen Kolleginnen durchaus den einen oder anderen Tipp geben können, wie die Ansprache an Firmen, wie man dieses insgesamt auch gestalten kann und da sind wir durchaus in einem interessanten Gespräch. Für ihr Gedächtnisspiel haben die jungen Unternehmerinnen 32 Motive aus dem Leben Crescentias und dem historischen Stadtbild Kaufbeurens ausgewählt. Dabei schafft es das eigene Motiv nur mit einer guten Argumentation ins Spiel. Das heißt eben, ein Unternehmen, es geht um Teamarbeit, da muss man sich einigen. Da muss man Gründe dafür finden, Gründe dagegen finden. Man muss eine Entscheidung akzeptieren, die einem vielleicht selber persönlich nicht so schmeckt. Aber wenn das eine Mehrheitsentscheidung ist, also wir üben und wir praktizieren Teamfähigkeit. Um Kapital für ihre Firma zu schaffen, hatten die Mädchen im vergangenen Herbst Gutscheine und Firmenanteile verkauft. Damit das Juniorunternehmen vor seiner Auflösung am Ende des Schuljahres schwarze Zahlen schreibt, haben sie bei einer Pressekonferenz schon einmal zum Spielen animiert. Also ich fand die Idee schon sehr gut. Und auch, ich habe mir eigentlich auch gewundert, wie toll die das eigentlich dargestellt haben, was sie auch für Bilder gefunden haben. Und auch die Aufmachung finde ich einfach auch sehr schön. Und ich habe auch bei meinen Schwestern schon gemerkt, das ist also sehr anregend gleich zum Spielen. Zu kaufen gibt es das Spiel neben der Marienrealschule und dem Klosterladen auch in einigen ausgewählten Geschäften.